Herzlich willkommen zurück zu Frostpunk 2. Ich bin die Miri. Hier in Neu-London haben wir gerade sogar einen Kohleüberschuss. Plus 55 Kohle pro Tag lagern wir ein. Das ist sehr schön. Noch 68 Wochen haben wir Kohle. Allerdings wird es so lange garantiert nicht sein, weil erstens das hier ist in 28 Wochen aufgebraucht und ich fange schon mal an, hier den nächsten Förderbezirk aufzubauen. Insofern 68 Wochen wird auf keinen Fall hinkommen. Aber ja, das sind die letzten Kohlevorkommen, die wir beim letzten Mal angezapft haben. Also ich hoffe mal, dass unsere Frostländer langsam mal diese Kraftstoffquelle finden. 81%, dann haben wir den nächsten Bezirk freigeschaltet. Mal sehen, was wir da finden. Und weil wir gerade so viel Kohle haben, haben wir beim letzten Mal hier weitere Leute aufgenommen, die aber jetzt noch nicht alle eine neue Unterkunft haben. Oder überhaupt mal eine Unterkunft. Die Bezirke, die wir ursprünglich gebaut haben, die sind alle fertig ausgebaut. Und wir müssen jetzt einen neuen Bezirk errichten. Dazu brauche ich allerdings Fertigbauteile. Und das ist das nächste große Problem. Wir haben nämlich nicht mehr allzu viele. Kriegen auch nur 16 pro Woche. Ein bisschen was kriegen wir auch noch durch unseren Zentralbezirk, durch ein Gesetz, das wir erlassen haben. Aber ja, also wir sind da ziemlich am Limit. Wir können natürlich den Bezirk versuchen auszubauen, brauchen allerdings auch dafür 50 Fertigbauteile. Also geht jetzt nicht direkt. Und das blockiert natürlich jetzt hier gerade einiges. Wärmemarken ist auch immer noch so ein Thema, dank der Waren, die übrigens auch mittlerweile etwas Kriminalität auslösen. Deutlich erhöht durch die Landesbevölkerungsgröße. Was auch immer die Landesbevölkerungsgröße nun wieder bedeutet. Vielleicht einfach, je mehr man hat, desto mehr Kriminalität hat man sowieso. Könnte sein, oder? Also, die Waren sind ein Problem. Wir können aber hier gerade mal ein neues Gesetz verabschieden. Und ich hatte ja schon gesagt, dass ich hier dieses mit den Waren gut fände. Warenbedarf pro Kopf sinkt leicht, fände ich gut. Finde ich besser als die massenproduzierten Waren, ehrlich gesagt. Das erhöht zwar die Produktionseffizienz der Waren, aber wir können die Produktionseffizienz allgemein auch erhöhen. Das ist sowieso viel besser. Ich glaube, es ist einfach besser, wenn wir weniger verbrauchen. Außerdem, haltbare Waren ist eine gute Sache. Die Frostländer und unsere neue Fraktion, die Wegweiser, sind dafür. 40 Dafürstimmen haben wir dadurch. Irgendjemanden müssen wir jetzt wahrscheinlich noch auf unsere Seite bringen. Die Glaubenshüter sind nicht verhandlungsbereit, weil es gegen ihren Willen ist. Die Wegweiser sind eh dafür. Frostländer sind sowieso schon fast dafür. Neulondoner sind überwiegend dagegen. Mal gucken, was wir hier so angeboten bekommen. Sie wollen, dass wir die Wegweiser ablehnen. Wärmeübertaktungsgesetz. Die überschüssige Wärme, die von Industriemaschinen produziert wird, wird wieder in diese eingespeist, um eine höhere Leistung zu erzielen. Erhöht die Produktionseffizienz. Das klingt eigentlich ziemlich gut, oder? Chemische Zusätze? Na, das ist genau das Gegenteil von dem, was ich will. Ich will eigentlich das andere. Gut. Was wollen denn die Frostländer? Na, die wollen, dass wir die ablehnen, das ist klar. Naturholzsägewerk bauen. Oder Wärmerückgewinnung. Wir leiten überschüssige Wärme von Industriemaschinen in benachbarte Bezirke und Infrastruktur um und sorgen so für mehr verfügbare Wärme in der Stadt. Wärmebedarf in Wohnbezirken wird reduziert. Klingt auch gut. Da müsste man jetzt wissen, wo sich das, wie sich das auswirkt. Ich will das nicht verändern, den Vorschlag, ehrlich gesagt. Teilweise verhandlungsbereit. Was würde denn das bringen? Also wenn ich das jetzt machen würde, hätten wir 52 Stimmen. Bei den Neulondonern, wenn wir jetzt die Wärmeübertaktung nehmen würden, 67. Also wir wären bei beiden über der Grenze. Die Frage ist, wo kommt denn dieses Wärmeübertaktung her? Was ist denn das? Das gucken wir uns jetzt mal an. Das müsste ja Beheizung sein. Wärmeverteiler. Das ist das eine. Angetriebener Wärmeverteiler. Nee, das war nicht das, was die sich gewünscht haben, oder? Nahrungsenergieeffizienz? Nee. Fortschrittliche Kohleminen? Brauchen wir auch nicht. Wo könnte denn das noch sein? Abwärmeumwandlung hier. Wärmerückgewinnung. Und das ist die Wärmeübertaktung, genau. Also man müsste sich überlegen, ob man den Wärmebedarf in Wohnbezirken reduzieren möchte oder Produktionseffizienz steigern. In Förder-, Produktions- und Nahrungsmittelbezirken. Klingt beides eigentlich ziemlich gut, oder? Sind das Gesetze, die sich gegenseitig widersprechen? Das ist halt jetzt noch die Frage, ne? Das würde ich gerne rausfinden. Hä, ist der Gesetzesvorschlag jetzt nicht mehr da? Wo gehört denn das hin? Frage ich mich gerade. Abwärmeumwandlung.
Ich vermute mal, dass es zwei Gesetze sind, die sich widersprechen. Das heißt, es wäre schon sinnvoll, sich für eine Sache zu entscheiden. Aber jetzt erstmal, wie gesagt, ich möchte die Waren haben, die haltbaren Waren. Und ich glaube, ich würde mal... Oder wir sagen einfach, wir bauen das Naturholzsägewerk. Also, um das jetzt hier erstmal aufzuschieben, diese Entscheidung. 170 Materialproduktion mehr könnte ja eigentlich auch relativ sinnvoll sein. Könnte ich mir vorstellen. Dann würde ich das nehmen. Und damit hätten wir das Gesetz auch und könnten abstimmen. Ist knapp, aber das ist ja egal. So, haltbare Waren. Da ist der Bedarf schon mal ein bisschen gesunken. Wird natürlich nicht reichen. Also wir brauchen trotzdem noch ein bisschen zu viel, aber es ist besser geworden. Also, ja, 15 pro Woche haben wir jetzt. Die Produktion wird ausgebremst, wenn wir so Waren herstellen. Ja, aber ich meine, wenn wir nicht so viel herstellen müssen, ist doch auch gut. Dann haben wir die Möglichkeit, das irgendwie anders, unsere Arbeitskräfte anderweitig zu verwenden. Das ist, ne? Was haben wir hier? Nell Singfield, 38, Hausfrau, krank vor Sorge. Der kleine Joey hustet schon die ganze Nacht. Seine Stirn ist so heiß wie der Generator. Die Turners sind schuld, da bin ich mir sicher. Die haben diese neue Grippe und machen einfach weiter wie gehabt. Laufen durch die Nachbarschaft und bringen Menschen um. Genau das machen die. Oh bitte, Allmächtiger, ich kann nicht noch ein Kind verlieren. Irgendwer muss sie eines Besseren belehren. Da Ansteckungsprävention nicht gesetzlich geregelt wird, steigen die Spannungen in der Stadt. Oh, das ist wohl das Nächste, worum wir uns dann mal kümmern müssen. Um die Ansteckungsprävention. Okay. Dann machen wir das wohl als Nächstes. Wenn wir diese Forschung haben, können wir das Wiedergewinnungswerk bauen. Was ist denn das jetzt? Moment mal, das Natursägewerk? Wir könnten es tatsächlich schon bauen. Das ist die Frage, wo haben wir denn noch mehr? Also wir haben hier 294 Wochen. Das ist aber Eisen. Das ist die Frage, ob wir das überhaupt hier reinbauen können, ehrlich gesagt. Aha, dachte ich es mir doch. Das geht nur in einem, der auch Holz hat, oder? Bin mir ziemlich sicher. Also wir bauen das jetzt hier hin, das Naturholzsägewerk. Steigern hier die Produktion. Vielleicht können wir dann da hinten das ein bisschen zurückfahren, um wieder Arbeitskräfte zu bekommen oder so. Wir müssen es ja nicht übertreiben mit dem Materialienüberschuss. Also langfristig gesehen, wir müssen echt irgendwie was mit den Fertigbauteilen machen. Vielleicht kann ich als Nächstes erstmal den Bezirk erweitern. Wie viel brauche ich denn eigentlich für den Wohnbezirk? Brauche ich 200 Fertigbauteile. Wo soll ich denn die hernehmen? Gut, jetzt aber erstmal wärmer. Wir haben plus 342 Kohle. In 11 Wochen wäre das Lager voll. Könnte durchaus sein, dass wir quasi noch erleben, dass wir ein volles Kohlelager haben. Nun ja, es gibt schlimmere Probleme. Die Forderungen der Frostländer wurden erfüllt. Sie sind hocherfreut, dass wir unser Wort gehalten haben. Sie sind deiner Herrschaft jetzt positiver gestimmt. Bla bla, wir kennen das. So, das waren die Frostländer, ja? Sind immer noch neutral übrigens. Wir haben etwas Fortschritt Richtung Anpassung gemacht. Vernunft und Gleichheit haben wir bisher noch gar nicht gehabt. Wie lange müssen wir noch? 5 Wochen. Achso, oh Gott. Meine Frostländer sind ja fertig. Hier. Wir haben hier einen zerstörten Wagen. In den Trümmern eines zerstörten Wagens fanden wir ein altes Logbuch. Wir können nicht ewig umherwandern. Wenn wir es durch den Canyon schaffen, können wir eine feste Basis neben dem Öl errichten. Der Wagen enthält viele Kerne. 3 Kerne bekommen wir, wenn wir 5 Frostland-Teams hinschicken. Und hier haben wir einen alten Dreadnought. Das kommt mir jetzt irgendwie bekannt vor. Eine zerstörte Maschine hängt über die Gletscherspalte. Kleiner Fehler. Ihre Anhänger sind durch den umliegenden Schnee gestürzt. Die Spuren deuten klar darauf hin, dass hier Menschen ein- und ausgegangen sind und sogar Waren gelagert haben. Doch was unsere Späher am meisten freut, sind die enormen Mengen an frei verfügbarem Öl. Das könnte die Kraftstoffquelle sein, nach der wir gesucht haben. Wir haben Öl gefunden und können an diesem Standort eine neue Kolonie errichten. Oho. Ja, Leute, das ist unser Pologgebiet hier. Schaut mal. Das ist doch das Prologgebiet. Ölgräber. Nomaden. An der einzigen Küste liegt ein alter, heruntergekommener Dreadnought. Er scheint auf Öl umgerüstet worden zu sein, da er neben einem ergiebigen Ölvorkommen liegt.
Vielleicht war das hier einst eine Art Tankstelle? Doch in der schwarzen Flüssigkeit, in den stillgelegten Bohrlöchern, liegen gefrorene, in Leichentücher eingehüllte Körper. Der Anblick jagt unseren Spähern einen Schauer über den Rücken. Diese Ölvorkommen würden unseren Kraftstoffbedarf sicher decken. Allerdings müssten wir die Gräber entweihen, wenn wir an das ganze Öl kommen wollen. Was sollen unsere Teams tun? Die Leichname entfernen? Wenn wir überleben wollen, brauchen wir so viel Kraftstoff wie möglich. Oder die Toten respektieren. Wir verwenden nur die Ölvorkommen ohne Leichname. Oh, das ist jetzt wieder so eine blöde Frage, ne? Mehr Ölvorkommen? Die Frage ist, ist das eine dauerhafte Entscheidung? Rein menschlich gesehen würde ich schon eher zu den Toten ruhen lassen tendieren. Na, die Toten respektieren. Aber andererseits, ob wir es uns leisten können, auf die Ölvorkommen zu verzichten? Ich würde sagen, wir respektieren die Toten. Schwarzes Gold. Das Öl wird die Stadt retten, aber wir müssen den Generator umbauen, um es benutzen zu können. In der Zwischenzeit müssen wir eine verlässliche Versorgungsquelle finden. Es wird Zeit, dass wir uns über die Grenzen von Neu-London hinaus niederlassen. Errichte eine Kolonie beim alten Dreadnought und verbinde sie durch einen befestigten Pfad mit Neu-London. Nur so können wir die Versorgung sichern. Das wird die Stadt retten. Oha, das ist jetzt also die neueste Aufgabe. Wir sollen hier eine neue Kolonie errichten. Also das ist jetzt auch möglich, dass wir mehrere Städte haben. Ölzisterne. Ein mit Öl gefüllter Tanker steckt in einer engen Felsspalte fest. Ohne Spezialausrüstung ist es gefährlich, ihn zu bergen. Ja, da werden wir wohl aber später kommen müssen, weil bisher haben wir überhaupt keine Möglichkeit, daran zu kommen. So, also wie funktioniert das jetzt? Die Überreste einer zerstörten Maschine liegen in der Gletscherspalte verteilt. Ihre Anhänger sind in den umliegenden Schnee gestürzt. Die Spuren deuten klar darauf hin, dass hier Menschen ein- und ausgegangen sind und sogar Waren gelagert haben. Doch was die Spieler wirklich begeistert, sind die enormen Mengen an freiem verfügbarem Öl. Das könnte die Kraftstoffquelle sein, nach der wir gesucht haben. Wir können hier eine Kolonie gründen. Öl und Fertigbauteile gibt es hier. Wir müssen erst den Pfad verbinden. Okay, wie macht man das? Was sind das jetzt? Oh, das wollte ich nicht. Was sind das jetzt hier für Punkte? Ah, hier. Ah, man kann das nicht einfach so machen, sondern es muss irgendwie zugänglich sein. Sehe ich das richtig? Hier wird es auch lang gehen. Oh, da brauche ich aber Wärmemarken ohne Ende. Also wir brauchen irgendwie 100 Wärmemarken ungefähr, um das zu schaffen. Gut, das wird ein bisschen dauern, bis wir das zusammen haben. Bis dahin können wir vielleicht unseren Frostland-Teams ein bisschen was anderes zu tun geben. Wir hätten hier die drei Kerne, was auch immer wir damit machen müssen. Wir nehmen sie einfach mit. Und der Rest ist eh jetzt nicht so. Doch, das wäre hier noch zu erkunden. Offenes Territorium. Hier haben wir noch einen Friedhof, auch offen. Die Wiese ist gefährlich, warum auch immer. Gut, wir brauchen mehr Frostland-Teams. Tja, Neu-Londoner aufnehmen? Ich weiß nicht, Leute. Weil wir haben ja jetzt nicht mal für die letzten bisher eine Unterkunft bauen können, weil wir keine Fertigbauteile dafür haben. Oh, 50 Wochen, sagt er hier. Also, ich sag mal, rein theoretisch können wir jetzt hier ein bisschen zurückfahren, dass das hier ein bisschen länger hält. Würde ich sagen, dass wir so knapp im Plus sind, wäre jetzt meine Idee. Ein knappes Plus, wobei, wartet mal. Ist das sinnvoll? Naja, doch, wir machen das so. Ich habe gerade überlegt, wegen der Arbeitskräfte, die wir durch dieses eine Gebäude sparen, aber ich glaube, darauf verzichten wir jetzt mal auf diese Optimierung. Wenn das wirklich notwendig werden sollte, können wir das immer noch machen. Erstmal geht es mir darum, dass dieses Kohlevorkommen so lange wie möglich hält. Ja, leichter Bonus ist, glaube ich, okay. Unterdessen müssen wir uns überlegen, was wir jetzt mit den restlichen Arbeitskräften anstellen. Da wir ja keine Fertigbauteile haben. Wir könnten ein bisschen Eisbrechen gehen. Es gibt hier auch nochmal Fertigbauteile. Vielleicht wäre es nicht so blöd, uns die mal zu sichern. Drei. Das hier alles mit. Ja. So. Wir brauchen noch 5 Wochen, bis wir den Bezirk hier bauen können. Aber reicht das nicht sogar schon für den Pfad jetzt? Waren das nicht 100, die ich da brauchte? Ah,
Hier brauche ich einen Kern. Frostlandteams 20 und Fertigbauteile. Also wir müssen auf jeden Fall noch mehr Frostlandteams irgendwie erforschen. Oder es irgendwie anders hinbekommen. Fertigbauteile braucht man auch. Ja, schade. Nee, Wärmemarken war das, was ich brauchte. So. Ja, ich glaube, ich werde jetzt einfach noch mal ein bisschen was hier freilegen. Hier wäre noch mal Nahrung. Ist langfristig auch eine gute Idee. Vielleicht aber auch einfach zu diesen weiteren Bezirken, um weitere Frostlandteams auf lange Sicht zu bekommen. Hier ist auch noch mal richtig viel Nahrung. Ich weiß nämlich nicht, wie lange das hier noch hält. Ja, ich glaube, ich werde mal hier Richtung Nahrung gehen. Und dann bis hierhin, dass wir dann irgendwann diesen Rastplatz uns sichern können. Man könnte überlegen, ob man das erweitert kriegt. Ja, für die Wärmemarken und Fertigbauteile wieder. Jetzt ist das wirklich das Problem geworden. Oh, aber die sind wieder da. Ja, dann würde ich sagen, wir erforschen erstmal was. Was kriegen wir hier? Kohle vielleicht? Materialien, Kohle. Ja, fangen wir mal mit der Mündung an. Das scheint mir näher dran zu sein. Ich glaube, als nächstes werde ich irgendwas für die Logistik freischalten, also erforschen müssen. Das wird ja anders nicht gehen. So, noch einen Tag, dann können wir das nächste Gesetz verabschieden. So, was will ich jetzt? Das ist die Frage, was wollte ich denn eigentlich? Also, das mit den Waren haben wir geklärt. Wie sah es eigentlich mit der Nahrung aus? Achso, die ist ja eigentlich positiv durch dieses Fischerdorf. Ist die Frage, hält das für immer? Ist das unendlich oder ist das irgendwann aufgebraucht? 97 Wochen, okay, es ist nicht unendlich. Schon mal gut zu wissen. Hatten wir nicht noch irgendwas? Also Stadtentwicklungsmaßnahmen würde ich jetzt erstmal nicht abschaffen wollen. Weil wir brauchen ja die Fertigbauteile, ganz offensichtlich. Ansteckungsprävention, das war das Thema. Oh. Behausungsbedarf pro Kopf steigt leicht. Krankheit sinkt deutlich. Das würden die Glaubenshüter gut finden, aber Ansteckungsabzeichen? Nee, das halte ich nicht für gut. Also das ist ja eine Brandmarkung. Krankheit sinkt, Spannung steigen? Nee, also da nehmen wir natürlich die unterstützte Quarantäne. Schlagen das vor. Muss natürlich erstmal wieder verhandeln. Mit wem nehmen wir denn diesmal? Die Neulondoner. Angetriebener Wärmeverteiler, Wärmeübertaktung. Das sind ähnliche Sachen wie beim letzten Mal. Die Frostländer, Wärmerückgewinnung, Staubkohlemine bauen. Ja, ich meine, müssen wir sowieso, oder in dem einen Bezirk irgendwann. Das ist eigentlich praktisch, wenn wir das sowieso vorhaben, dann verspreche ich denen das gerne. Dann machen wir das so, wir können einmal abstimmen. Und das klappt natürlich. The eyes have it. Sehr schön. Dadurch müsste sich jetzt die Krankheit wieder reduzieren, genau. Krankheit sinkt. Gut, Spannung nicht vorhanden. Das sehe ich gerne. Mein Mögen tut mich hier allerdings auch niemand. Das ist ein bisschen schade. People of the city, your council has voted. Oh. Fertigbauteile hätten wir. Jetzt ist das mit den Behausungen sowieso noch mal ein bisschen drängender geworden, deshalb werden wir mal hier unten einen Wohnbezirk aufbauen. 10 Behausungen. Stabile Gletscherschalter, deswegen gibt es da mehr Behausungen. Plus 10 Behausungen und 20 Wärme. Das ist ja cool. Das wusste ich nicht, dass das hier auch noch einen Einfluss auf die Menge des Wohnraums hat. Das ist ja super. Das heißt, wenn ich den einmal oder zweimal da weiter, dann ist der auch, dann reicht's wieder mit der Behausung. Ja, super. Oh, die Bevölkerung ist wieder gewachsen. 1600 Menschen leben unter uns. Gut, so viel dazu. Jetzt reicht's natürlich wieder überhaupt nicht. Wir müssen hier noch ein bisschen mehr Eis brechen. Hier, in dieser Gletscherspalte, würde ich sagen, werden wir das machen. Und wir müssen natürlich auch die Staubkohlemine bauen. Dafür brauche ich mehr Wärmemarken. Ja, jetzt mit den Fertigbauteilen, ich weiß nicht, wie wir das hinbekommen sollen, ehrlich gesagt. In wie viele Wochen wird es wieder kalt? Welche Woche sind wir jetzt? 109? Kurz vor Woche 140? Also 30 Wochen haben wir. Was ist hier los? Unbarmherzige Wirtschaft, bezahlte Grundbedarfsdeckung.
Oberhaupt, da der Grundbedarf jetzt nicht mehr kostenlos ist, sind einige arbeitslose Familien nicht mehr in der Lage, ihre Grundbedürfnisse zu decken. Arbeit hat, wer sich bemüht. Wenn diese Leute keine haben, sind sie eben selbst schuld. Sie sollten sich lieber anstrengen, anstatt zu erwarten, dass die Stadt ihre Probleme für sie löst, sagt ein Ratsmitglied der Wegweiser. Andere äußern sich gemäßigter und schlagen vor, Arbeitslosen einen wöchentlichen Zuschuss zu zahlen. Wenn wir keine Arbeit für sie haben, kriegen sie ein Budget. Wie sie es nutzen, liegt in ihrer Hand. Was sollen wir tun? Bedürftigen einen Zuschuss geben, boah, das senkt das Wärmemarkeneinkommen, oder Bedürftige sich selbst überlassen, Almosen macht die Leute unselbstständig. Boah, ich will das Wärmemarkeneinkommen nicht senken, aber ich finde es, also eigentlich finde ich es gut, den Bedürftigen was zu geben, aber die Frage ist das nur der Fall, wenn wir Arbeitslose haben? Also wenn ich keine Arbeitslosen habe oder so gut wie keine, dann ist das vielleicht nicht so dramatisch. Ja, also ich kann dieses Wärmemarkeneinkommen nicht senken, das geht nicht. Ich muss das so machen. Oh, das missfällt mir jetzt ja sehr, ne? Das wird die Leute jetzt wieder unglücklich machen. Steh auf, mein Sohn, lass dir die Haare schneiden und such dir eine Arbeit. Oh mein Gott, ey. Ja, es sind halt viele Arbeitslose auch gerade. Weil ich es halt nicht bauen kann. Also das ist jetzt wirklich der Moment. Gut, ich kann jetzt hier die Arbeitskräfte natürlich wieder reinsetzen. Wenn wir sie haben, sollen sie hier halt ein bisschen arbeiten. Kann ich noch irgendwas erweitern? Ja, diesen Bezirk, den Förderbezirk könnte man erweitern. Würde ein bisschen mehr bringen, ne? Können auch was erforschen. Kann ich irgendwas tun, um die Fertigbauteile besser zu bekommen? Was gibt's denn da so? Aber eigentlich wollte ich bei der Logistik was forschen. Das bringt mir keine Arbeitskräfte, ne? Logistikzentren. 20 Frostland-Team-Produktion, nur 15, hat aber auch weniger Arbeitskräfte. Also für 100 Arbeitskräfte mehr würden wir 5 Frostland-Teams mehr bekommen. Tja, andererseits, wenn wir nur 15 bekommen und wir brauchen halt mehr, brauchen 5 mehr, dann müsste ich jedes Mal 500 Arbeitskräfte einsetzen und die hätte ich halt viel länger, bis ich was Neues brauche. Ich glaube, so an sich ist das hier nicht das Schlechteste. Dann würde ich doch das nehmen. Baukosten sind sonst fast dieselben, es sind nur die Arbeitskräfte. Aber ich glaube, mit den Arbeitskräften, das ist jetzt nicht mehr das größte Dilemma, das wir haben. Nahrungsmittel scheinen aber zurückzugehen. Oh Gott, die Warenknappheit, ey. Eieieiei. Ja, ich kann das jetzt gerade leider nicht erweitern. Ich habe nicht die Mittel dafür. Ey, das ist echt. Also Fertigbauteile, wenn wir irgendwo welche finden, wäre das, glaube ich, nicht schlecht. Oder die Möglichkeit finden, welche abzubauen. 150 Fertigbauteile, dann könnten wir hier nochmal was abbauen. Würde die Produktion verdoppeln, mal eben. Industriebezirk wäre natürlich auch eine Idee. Aber 10 pro Woche ist jetzt halt auch nicht üppig. Aber mir fällt gerade was ganz anderes ein. Wir haben doch noch hier, das ist die Wiedergewinnungsfabrik. Ah, da brauche ich 180 Wärmemarken. Ach du Schreck. Da sind die Fertigbauteile auf einmal nicht mehr das große Problem. Wie viel würde ich denn von denen bekommen? 50. Das ist jetzt nicht so hilfreich. 32 Wochen, bis wir das gebaut haben müssen. Auch das ist noch ein Problem. Da brauche ich 80 Wärmemarken. Ja, es ist eigentlich, muss ich das zuerst bauen. Tja, was sollen wir tun, Leute? Es ist irgendwie schwierig. Boah, der Materialienüberschuss ist jetzt natürlich enorm. Aber gut, dann lagern wir jetzt halt einfach mal wieder ein bisschen Material ein. Zur Abwechslung. Ist vielleicht nicht so verkehrt. Wärmemarken. Wegweiser schlagen Aktion vor. Oberhaupt, wir haben Probleme mit Wärmemarken. Eine Gruppe der Wegweiser hat eine Idee geäußert. Wir sollten baue mindestens eine Wiedergewinnungsfabrik in einem beliebigen Industriebezirk. Wenn wir das tun, wird die Stadt davon profitieren. Sie beäugen die Vorschläge anderer Gemeinschaften mit Misstrauen und würden es sicher zu schätzen wissen, wenn du ihre Idee unterstützt. Das ist das komische Satz hier. Wegweiser empfehlen, bauen mindestens eine Wiedergewinnungsfabrik, habe ich eh vor, um das Wärmemarkenproblem zu lösen. Das würde die Beziehung verbessern. 60 Wochen Zeit, das machen wir. Habe ich eh vor. Habe ich ja gerade gesagt, ich habe das eh vor. So, aber die Staubkolumine hat leider Vorrang, auch wenn wir die eigentlich gar nicht brauchen. Wir brauchen die eigentlich gar nicht so dringend, weil wir eigentlich genug Kohle haben. Ich muss eigentlich fast überlegen, ob wir irgendwie hier ein Kraftstoffvorratszentrum bauen. Brauche ich aber allerdings ein Wärmemarken zu.
Nee. Ich glaube, wir werden hier einfach wieder das reduzieren, sodass wir knapp über der Grenze sind. Beziehungsweise wir gehen sogar ein Stückchen weiter runter. Wir haben ja genug Kohle auf Vorrat. Weil hier kommt ja gleich noch was dazu. So, 74 Wochen. Wir müssen das strecken, bis die Kohle aufgebraucht ist. Dann als nächstes, tja, nehmen wir die Wiedergewinnungsfabrik oder den Förderbezirk. Da braucht wir 40 Wärmemarken. In einer Woche wären wir da soweit. Ja, da sind die Frostländer wieder glücklich. So allmählich könnten sie mich doch einfach auch mal mögen, oder? Tja, dann eher der Förderbezirk, würde ich sagen. Dann versuchen wir hier mit den Fertigbauteilen irgendwie zu Rande zu kommen. Moment, wir müssen hier irgendwie den Bonus mitnehmen. So am besten. Nun gut, Leute, wir sind am Ende der Folge angekommen. Das neue Kraftstoffvorkommen haben wir wenigstens schon mal gefunden. Allerdings, wie bald es uns gelingen wird, hier irgendwie ranzukommen, das ist die große Frage. Wir brauchen unbedingt mehr Fertigbauteile, wir brauchen auch mehr Wärmemarken, denn sonst werden wir das nicht hinbekommen. Mal sehen, ob wir das in der nächsten Folge lösen können, das Problem. Bis dann, macht's gut, eure Miri.